Traditionell großer Andrang herrschte am 9. Januar 2020 beim ebenso traditionellen Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Zahlreiche Unternehmer, Politiker und Journalisten kamen ins Maritimhotel, um das neue Jahrzehnt einzuläuten. Dabei lohnte sich auch ein Blick auf das ereignisreiche vergangene Jahr. Ja, 2019 war ein sehr arbeitsreiches Jahr für alle Ausschüsse, für die IHK und auch für den Verband, für den Handelsverband. Wir arbeiten ja an das Ladenschlussgesetz, dass wir das neu aufstellen. Wir haben da mit den Gewerkschaften guten Kontakt, mit den Ladenöffnungszeiten. Es ist ja immer ein Gespräch Sonntag und so weiter. Wir haben das Bildungsniveau, wollen wir anheben. Wir haben da einen Prozess gestartet mit der IHK, was sehr, sehr wichtig ist für uns in den Ausschüssen. Regionalausschuss wollen wir voranbringen. Regional heißt ja für uns, auch gerade weil ich im Handel tätig bin, dass wir viel regionale Produkte präsentieren. Das ist ja jetzt ganz, ganz wichtig auch, dass wir die Wirtschaft dadurch stärken. Und das ist in den Kinderschuhen, muss ich immer noch sagen. Aber 2019 war das schon der richtige Weg und der richtige Anfang dafür. Viel Arbeit durch die IHK-Mitglieder, viel Politik, viel im Hintergrund. Das kann aber nicht verhindern, dass im vergangenen Jahr einige Geschäftsfelder geschrumpft sind. Da hatten wir natürlich sehr stark mit dem Rückgang der Windenergie zu tun und konnten das aber Gott sei Dank mit anderen Geschäftszweigen sehr gut kompensieren, sodass wir auch ein sehr gutes Jahr 2019 hatten, weil wir ja auch neben dem Verkehrsgewerbe bzw. der Spedition auch noch Krane vermieten, Verkehrstechnik und Nutzfahrzeugwerkstätten und so weiter anbieten. Und aus dem Grunde konnten wir das, den Rückgang in der Windenergie praktisch kompensieren. Ja, und für 2020 wünschen wir uns, dass es im Prinzip so erfolgreich ist oder so erfolgreich wird wie das Jahr 2019. Voller Hoffnung waren auch die Grußworte der Redner, die die IHK an diesem Abend eingeladen hatte. Den Anfang aber machte IHK-Präsident Klaus Olbricht. Er verdeutlichte in seinem Vortrag das Motto, unter dem der Abend stand: 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Wir, die wir alle hier sitzen, haben schier Unglaubliches erlebt, jedenfalls die meisten von uns. Wir erinnern uns an die Tränen, die uns in den Augen standen, als Hans-Dietrich Genscher vom Balkon der Prager Botschaft den dort ausharrenden Menschen die Nachricht über ihre Ausreise in die Bundesrepublik überbrachte. Wir schauen noch immer auf die Bilder aus Berlin am späten Abend des 9. November 1989, als unter dem Ansturm tausender Menschen die Schlagbäume an der Mauer aufgingen. Wir haben uns die Einheit und unsere Freiheit in Frieden genommen. Uns ist etwas gelungen, auf das wir so unendlich stolz und über das wir glücklich sein dürfen. Das sollte nicht bedeuten, dass es keine Probleme im Land gibt, den Fachkräfte- und Auszubildendenmangel zum Beispiel. Einer der Streitpunkte hier, das Azubi-Ticket, um Auszubildenden eine kostengünstige Anreise zum Betrieb und zur Schule zu bieten. Noch sieht die Förderung vom Land dürftig aus. Die IHK schlägt vor, die Kosten zu je einem Drittel vom Azubi, Betrieb und Staat tragen zu lassen. Der Standpunkt des Landes zu der Thematik? Und auch das Thema Azubi-Ticket ist kein Tabu. Wir haben ja sogar in dem Entwurf des Haushaltes einen Einstieg in der Größenordnung von 3 Millionen Euro vorgesehen und heute das Angebot mit dem weiteren Drittel und dem weiteren Drittel Azubi-seitig und arbeitgeberseitig, ist es vielleicht auch jetzt in den nächsten Wochen möglich, daraus sozusagen ein Konstrukt zu machen, was wirklich nachfragebedarfsmäßig nicht im Sinne eines Freifahrtscheins für alles, sondern im Prinzip der Bewältigung der Fahraufwendungen in Richtung Berufsschule und Arbeitsort so entsprechend organisieren hilft, dass es kein Hinderungsgrund ist, einen Ausbildungsvertrag zu unterschreiben. Am Ende der Ausbildung steht dann der Facharbeiterabschluss und der soll dem Inhaber die Türen öffnen. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Denn eines ist allen Anwesenden klar: Europa und die EU sind wichtig, auch und erst recht für Deutschland. Wir sind die großen Profiteure der europäischen Einigung. Lassen Sie sich den Quatsch nicht einreden, wir seien Nettozahler, das heißt dummes Zeug. Ja, wir schicken mehr Steuern nach Brüssel, als wir zurückkriegen, das stimmt. Aber das ist ja nicht mal die Hälfte der Rechnung.
Man muss ehrlich gesagt nicht viel mehr als die Grundrechenarten beherrschen, um zu wissen, dass wenn man Exportweltmeister ist, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man von anderen Leuten mehr Geld ins Land kriegt, als man denen Geld schickt, dafür, dass sie unsere Waren kaufen. Exportweltmeister heißt, du verkaufst viel mehr an andere Leute, als du bei denen kaufst. Und das machen wir. Und 60% unserer Waren und Dienstleistungen gehen nach Europa und nicht nach China und in die USA. Wir sind die Gewinner der Europäischen Union, aber wir haben auch am meisten dafür zu tun, dass diese Europäische Union beieinander bleibt. Lassen sich von den Quatschköpfen, die da gegen Europa unterwegs sind und glauben, Deutschland könne alleine besser klarkommen, nichts einreden. Das, was die AfD da gelegentlich erzählt, ist ein Programm für Massenarbeitslosigkeit in Deutschland, weil nur unsere Jobs und Unternehmen Erfolg haben werden, wenn Europa miteinander zusammenbleibt und wir in der Welt allerdings auch ein attraktiver Partner bleiben. Die wichtige Rolle in der Welt behalten, das ist eines der Ziele, die Sigmar Gabriel ausgab. Das geht nur, wenn man die eigene Vergangenheit, die Erfolge und gemeisterten Herausforderungen im Hinterkopf behält und als Fundament für die Zukunft nutzt. Meine Damen und Herren, müssten August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und Johannes Erbecher heute zusammen eine Hymne für die Deutschen schreiben, würde der Text wohl so beginnen: Einigkeit und Recht und Freiheit und der Zukunft zugewandt. In diesem Sinne, liebe Gäste, lassen Sie uns an diesem so schönen, an unserem Land weiter gemeinsam bauen.